Herr Strohmeier, einmal die Augen bitte auf die Straße und damit hallo und herzlich willkommen zum heutigen Twitch-Stream. Montagabend hier beim FUMS-Magazin mal wieder ein falscher Einwurf, den wir heute Abend mit euch geplant haben. Hier, wir sitzen mal wieder im Bus, wie ihr hier sehen könnt, mittlerweile grafisch auch am Start. Die Leerfahrt, wie soll es anders sein, wenn wir beide vorne im Bus sitzen, dann ist es ganz schön leer. Meine Wenigkeit Max Fritsching für euch am Mikrofon und digital mir wie immer zugeschaltet Michael Strohmeier. Hallo! Boah, das sind keine Flammen. Ja doch, das sind auch Flammen. Boah, orange Flammen auf grünem Grund. Guckt euch den mal hin, ey. Guckt euch den mal an. Geiles Teil. Geiles Teil. So, los geht's. Boah! Da war er schon wieder! Hab ich dich überfahren? Kann das sein, dass ich dich überfahren hab? Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Guck mal, was die da machen an der Haltestelle. Wo wollen die denn hin? Warum kommen die hier hin? Sind die bescheuert? Ja, weil du die Tür aufgemacht hast. Boah, ey, hab ich die angelockt damit? Zombie-Apokalypse. Oh, Bus. Scheiße, wir wollen die Bus steigen. Die Tür wieder zu. Fickt euch. Okay, hey. Nein, sorry. Kommt wieder zurück. Nein, wir wollen nicht. Ach, scheiße. Wir gehen zur Haltestelle. Ich bin ein toter Fisch, der mit dem Strom schwimmt. Also wir hatten es ja gerade schon mal angespielt, mit dem Gelenkbus ist ein bisschen buggy das Ganze. Ja, das ist nicht so einfach. Ey, der überholt mich. Aber hat der Arsch auf. Ist ein Fahrgast, dass der laute Musik hört. Oh, den gehe ich jetzt erstmal zur Sau machen. Erstmal den Tempomat ausschalten. Boah, da hörst du schon ruckeln. Boah, guckt euch das mal an. Alter, das ist ja die Twilight Zone hier, ey. Entschuldigung. Was ist denn mit dir, Junge? Guck mal hier, der Bus. Dräng ich ab. Guck mal, den Stream gerade rein. Was denn abgeht? Boah, werden die durchgeschüttelt. Boah, ich geh auch mal da rein. Boah, ich hab nicht auf die Straße geguckt. Hoppla. Komm, zeig mal die Fahrkarten, Mädels. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Oh, das ist keine Anmache hier. Boah, das wie oft ist wollen Sie die denn das noch ist richtig, sehen? Das ist richtig unangenehm zu fahren. Alter, was willst du denn? Was springt Fahrkarte der denn so auf? Zeig mir erstmal die Fahrkarte hier. Hat Busmeier überhaupt geblinkt und ins Spiel geguckt beim Losfahren? Nein. War keine Regung zu erkennen. Fahrlehrer hat die... Alter! Boah, was machst du denn da? Was zum Geier ist das für ein Geräusch? Ich meine, ich gucke die ganze Zeit hier nach hinten. Das war das Knarren der Karosserie unseres Vordermanns. Ja, warte, den pöbel ich an. Ach, lass mich mal raus hier. Lass mich raus! Wo bist du überhaupt? Ich mache jetzt hier einfach mal eine Straßenschere. Ach so, ja, okay. Und dann kommt hier keiner mehr lang. Ja, wieso fahren die denn nicht? Ich fahre doch hier alles auf. Ja, weil du alles auffällst wahrscheinlich. Ja, aber guck doch mal, der rote Van da. Hup mal. Hup. Fahr ein bisschen auf und hup. Das ist eine riesen Schlange. Steig mal aus. Warte, ich muss bremsen. Ich roll hinten drauf. Mach die Türen auf. Merkel, mach die Türen auf. Boah, was passiert hier? Guck mal hier. Boah, Alter, ist da eine Schlange, ey. Ja, passt. Guck mal, der Park davor. Guck mal, der Park. Wo? Der ist. Boah! Gleich eskaliert die Situation hier. Bei dir ist gar keiner drin. Ist das so ein selbstfahrender LKW von Elon Musk oder so? Was hat der für eine Frisur? Wo? Die sieht aus wie reingebrannt. Ich kann. Oder wie tätowiert. Der sieht aus, als hätte er eine Frisur. Ja. Ich frage ihn einfach die ganze Zeit nach seiner Fahrkarte. Der sieht ein bisschen aus wie Uwe Merle. Ihnen schon gezeigt. Sie haben meine Fahrkarte schon. Hab ich Ihnen schon gezeigt. Hab ich Ihnen schon gezeigt. Da bricht ihm schon die Stimme weg. Hab ich Ihnen schon gezeigt. Reicht's. Es reicht langsam. Es reicht langsam. Ein Nein ist ein Nein. Es reicht langsam. Mounty hat gestern einen Fisch gefangen. Was? Hat sich danach zu Snobilikat entwickelt. Ach, sie ist kaum. Es reicht langsam. Was machst du da mit dem Mann? Warum sagt er immer wieder, es reicht langsam? Ich fass ihn an. Unsittlich. Irgendwann reicht's. Hi. Es reicht langsam. Hi. Irgendwann reicht's. Hey. Irgendwann reicht's. Hey. Es reicht langsam. Hi. Es reicht langsam. Hey. Irgendwann reicht's. Hey. Irgendwann reicht's. Hi. Irgendwann reicht's. Dieser Mann ist jeder falsche Fan, der morgens in den Kicker reicht's. Guckt. Es reicht langsam. Genau. Das ist der Schalke-Fan, der jedes Wochenende auf die Tabelle guckt. Irgendwann reicht's. Immer wenn eine Push-Nachricht vom Kicker kommt. Es reicht langsam. Es reicht. Irgendwann reicht's. Es reicht langsam. Es reicht langsam. Aber der fährt, also ich weiß nicht, der wird nicht aggressiv. Ich frage ihn jetzt mal ganz ehrlich. Es reicht langsam. Herr Grindel, wenn man auf Katar. Genau, das ist eigentlich gut. Herr Grindel. Es reicht langsam. Herr Grindel. Irgendwann reicht's. Herr Grindel, eine Frage zu Katar.
Eine Frage zu Katar. Herr Grindel, eine Frage zu... Es reicht lang. Also man muss ja wirklich sagen, Herrn Grindel wurden unangenehme Fragen zu Katar gestellt, bevor es cool wurde. So. Dann wird links geblinkt. Und... Tschüss, ihr Trottel. Ja. Boah, ist der Bus am Wackeln, ey. Oh, da kommt ein LKW. Spielen wir Angsthase. Spielen wir Angsthase, komm. Komm doch. Ja, hau ab. Da ist gar keiner drin. Du setzt zurück. Ja. Tschüss. Was macht der? Wie soll ich denn an dem vorbei, wenn... Guck mal, der setzt mich unter Druck. Ja. Ich kann jetzt auch nicht nach hinten sehen. Boah, ey. Der will. Der will. Der will dich ficken. Stärkeres Lenken setzt den Bus zurück. Aber guck mal, wie du hier am Ruckeln bist am Lenkrad, ey. Das sieht einfach aus, als würdest du den Lenkrad einen runterholen. Ja, und dem Bus gefällt's. So, die Zeit müssen wir wieder reinholen. Und leider nicht warten. Ja, du kannst mal aufhören zu hupen, das wäre, glaube ich, schön. Kann ich? Bist du eingeschlafen auf der Hupe oder was? Ich hupe gar nicht mehr. Oh, guck mal, hier ist eine Abkürzung. Mal gucken, wo das hinführt. Boah! Was passiert hier? Hui! Jetzt sind wir hier Offroad, oder was? Oh! Das ist nicht gut. Das war gar nicht gut. Hoppla. Ja, aber hier ist ja ein Weg. Ja, der muss ja für irgendwas gut sein. Irgendwer muss hier schon mal lang gefahren sein. Ich frage mich ja, was die Fahrgäste jetzt denken. Boah, das kostet richtig, was ich hier mache. Ja, hier Chat sagt schon, das führt zum Sägewerk hier. Oh, hier kann man gar nicht mal so gut bremsen. Oh, da bist du aber gut rumgekommen, muss man sagen. Ja, ne? Stell dir mal vor, du sitzt wirklich im Bus und der Busfahrer macht das. Vor allem, ich hoffe, dass jetzt eine Rampe zurück auf die Straße ist. Ja, es wäre von Vorteil. Aber ich glaube schon. Kommen wir da links? Guck mal, es sieht aus wie so ein Kurort. So, jetzt hier um die Ecke sliden. Stell dir mal vor, du machst da eine Psycho-Reha und dann siehst du, wie aus dem Wald ein Bus kommt. Da kommst du doch gar nicht mehr klar. Und zwar so. Ja. Hoppla. So, hier ist doch... Oh nein. Oh nein. Ah, komm schon. Verdammt. Ja. Die schöne Natur hier. Ja. Jetzt ist es alles nur noch nackter Beton. So, scheiß drauf hier. Komm, auf was wartet ihr hier? So, man muss auch mal zusehen hier. Man muss auch mal zusehen hier. Oh, da nimmt er die Kurve. Oh, hab ich mich vertan? Scheiße, das war zu früh. Oh, ich war schon beim Sex. Zuck. Eieiei. Eine Verkeilung hat stattgefunden. Ich hab mich um die Laterne gewickelt. Ich muss hier raus. Ich krieg gleich an. Eieieiei. Ah, hier, es wurden Fehler gemacht. Boah, ich komme sehr unangenehm dazu und unterhalte mich mit denen. Ja, nee, stimmt. Nee, war hier früher alles. Ja, alles anders. Ja, nee, ist völlig uninteressant, dass da hinten ein Bus zwischen zwei Laternen klemmt. Nee, es ist schon wichtig, dass wir uns hier auch weiter unterhalten. Ja, ihr seid alle alt. Also eine Wochenkarte würde ich an eurer Stelle nicht mehr kaufen. Oh ja, jetzt passiert was. Jetzt kommt er raus. Das ist ein unsafe Release gewesen. Jetzt bist du weggeflogen. So, jetzt nochmal. Was war das? Wo müssen wir lang? Wupp, rechts lang. Rechts? Ja. Läuft schon mal vor, okay. Hallo, ich suche Freunde. Ja, dann geh. Hallo. Geh ab. Hallo, was sagt ihr so zum Busfahren und allgemein? Ich bin Busfahrer, ich fahr Bus. Das da drüben ist ein Gelenkbus. Den fahre ich auch manchmal. Der ist cool, ne? Hallo. Aber die lassen dich auch nicht haben rein. Haben Sie eine Fahrkarte? Geben Sie mir eine Fahrkarte. Das reicht langsam. Ich glaube, die stellen Ventilatoren her. Was? Ich sehe das Ding von links nach rechts fliegen. Ja, okay. Ich sehe da links einfach so, weißt du, so Wind. Visualisierter Wind. Umgekippte Schirmständer werfe ich mal in die Runde. Ja. Oder Medusa, aber auf den Kopf gedreht. Lachende Medusa. So Quallen. Schneekanonen, schreibt der. Darmwinde, Klimaanlagen, dänische Quallen. Darmslu, verstehe.
Dänische Harfen, Schneekanonen und Quallen. Ja, das ist der Name hört sich an, wie wenn ein Brite etwas ausspricht. On the dance, Lou. Schatz, ich komme euch später. Der Bus steht gerade auf dem Seemannstreifen und die beiden Busfahrer stehen auf dem Tanzgelände und verärmeln sich. This is ganz fucking exactly what we are doing. Ganz normale Sachen. Ja. Oh, das sind Geschwindigkeitshügel. Die umgehe ich mal galant. Oh, da ist eine Menschenmenge. Jetzt wird's GTA-mäßig. Oh, Grenus. Grenus. Die stellen Bären her oder Katzen. Katzen. Grenus. Nee, ihre Katze liebt Grenus. Ja, also Katzenstreu. Grenus ja. Klingt nach Katzenstreu. Boah, das sind viele Leute hier. Trockenfutter von Grenus. Grenus liebt ihre Katze. Grenus, weil Katzen lieben Grenus. Grenus, Katzen lieben Grenus. Grenus, ihre Katze liebt's von Grenus. Grenus. Grenus, denn ihre Katze liebt Grenus. Grenus, miau. Sehen Sie auf die Straße. Nee, sorry, ich habe ein bisschen Verspätung aufgebaut. Ich muss hier mal ein bisschen abkürzen. Da hat einer gerade gerufen, sehen Sie auf die Straße. Ja. Ich fand noch gut, in dem Teststream, den wir vorhin gemacht haben, in der Testfahrt, hat dir einfach jemand entgegnet, ob du einen an der Waffel hast. Oh! So, Entschuldigung, ich bin einfach hier stehen geblieben. War keine Absicht. Ich hab mich jetzt erschrocken. Weil du dich erschrocken hast, weil ich in den Chat geguckt habe. So, Senioren hier eingestiegen. Boah, ich wäre gerne mal so ein besoffener Kontrolleur. So, zeig mal. So, mal Karte hier. Ja. Fahrkartenkontrolle. Wo kommt denn der voll kaputt jetzt hierher? Oh. Ja, ich wollte mal die Fahrkarte kontrollieren. Bin Gerhard. Aber wenn er keine Fahrkarte hat, dann wird er von mir richtig verklüngelt. Das ist ganz einfach. Oh, da! 120 Euro! Für die Fahrkarte nicht gekauft. Und dann kommt Wechselgeld ins Spiel. 120 Euro, ein Ei, 4 Ohr löschen und dann kommt die Faust ins Spiel. Wir haben bisher für alles eine Strafe bekommen, das stimmt. Wir haben nur noch niemanden überfahren. Das fehlt noch. Ja, das fehlt wirklich noch. Stranger Shink. Komm, fahr rechts vorbei über den Bürgersteig. Komm. Müssen wir gleich nach rechts oder nach links? Nach rechts, oder? Nee, nach links. Na egal, fahr über den Bürgersteig. Ah, jetzt kommt da einer. Okay, hast du recht. Ja, da ist einer. Egal. Wir haben noch keinen überfahren heute. Ja, aber den überfahre ich auch nicht. Nächster Halt. Du hast ihn überfahren. Du hast einen Fußgänger angefahren. Das ist was anderes. Ja. Herrlich. Nicht für den Fußgänger, aber für uns. Sag mal! Boah! Guck mal, ich treib das Auto vor mir her. Ja, das kommt davon. Ja. So, Mitkommission erfolgreich abgeschlossen. Ja, Mensch. So, was haben wir denn geleistet? Was haben wir denn verursacht? Was haben wir denn hier? Oh, 128.000 Kollisionen. 20.000, weil wir jemanden angefahren haben. Ja. Naja, gut. Ja, gut, das ist noch in neuen Welt. Das ist natürlich schwierig. Aber wir haben noch Plus gemacht, oder? Was? Wir haben, glaube ich, noch Plus gemacht. Wöchentliches Einkommen 63.000. Kollision 128.000. Da allein ist schon kein Plus. Ja, aber unten aber steht mit, gesamt ja, 64.000. Ja, weil ich noch 12 Busfahrer habe, die ihren Job richtig machen. Ja, liebe Grüße an die 12 Busfahrer. Das war auf jeden Fall eine sehr lustige Runde Bus. Ich habe hier richtige Anime-Frisur. Ja. Wir sind raus. Bis Donnerstag. Wir haben Bock. Haut rein. Power-Ciao. Guck mal in die Kamera, wenn ich mit euch rede, ne?